Also ich muss auch wirklich sagen, weil du auch gerade geschrieben hast, wäre schade, aber was Neues ist immer cool. Ich fand, als ich das allererste Mal von Chimo gehört habe, das hat sich schon extrem ungeil angehört, was man da so beschrieben hatte, ne? Das war, glaube ich, der erste Leak, der so rausgekommen ist, von wegen, ja, im neuen, stopp, im neuen Godzilla Kong-Film geht es um einen riesigen Orang-Utan. Da haben wir auch, glaube ich, den Teaser sogar schon gehabt mit Scar King. Und der beherrscht einen Eishund. So war das, glaube ich. Danke für den Follow. Und das war so der allererste Leak, den wir bekommen haben. Ich glaube sogar mit so einem Konzeptbild, wie das Vieh ungefähr ausgesehen hätte oder hat. Das war halt eben Shimo. Und ich muss sagen, Shimo wurde nach und nach immer cooler. So die ersten Bilder, die auch dann geleakt wurden, da sah der einfach nicht so cool aus. Auf sämtlichen. Danke für den Follow. Nochmal. Auf sämtlichen Actionfigurpackungen sah Shimo auch nicht ganz so geil aus. Ihr kennt die ja wahrscheinlich alle. Es wurde so oft geschrieben, er sieht einfach nur aus wie eine Schildkröte. Nochmal, danke für den Follow. Was geht gerade ab? Vielen Dank für das Prime Gaming Abo schon seit 2 Monaten. Vielen, vielen Dank. Spoiler mich, Baby. Ja, nochmal danke für den Follow. Vielen, vielen Dank für die 245 Bits. Ich habe von diesem Call of Duty Ding habe ich tatsächlich gehört. Da wusste ich oder da kannten wir allerdings diesen Leak schon. Ich wusste nicht, dass man in diesem, also ich kannte dieses Special von Godzilla vs. Kong, aber ich wusste nicht, dass man in diesem Special wirklich schon Shimo gesehen hat. Das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Aber an sich, wenn du das Ganze chronologisch siehst, ja, wurde Shimo angeteasert in dieser einen Wandmalerei in Call of Duty, die man eben da sehen konnte. Also chronologisch gesehen wurde Shimo angeteasert damals, als Call of Duty diese Special drin hatte, was ich leider nie gezockt habe. Kann man das noch spielen? Das war das kostenlose Call of Duty Game, Call of Duty Warzone. Und da gab es wohl eine Map und auf der Map sind dann auf der einen Seite Kong, auf der anderen Seite dann Godzilla aufeinander zugelaufen und haben sich irgendwie die Fresse eingehauen, während man selber als Soldat unterwegs war, hat eben seinen Matches da abgehalten. Man konnte die beiden aber auch angreifen, aber ich glaube irgendwie nicht besiegen oder sowas. Und wenn du dann da in dem Spiel ein Easter Egg gelöst hast, dann hast du diese eine Wandmalerei bekommen. Die habe ich auch schon ganz oft eingeblendet, wo man eben sieht, wie Godzilla am Boden steht. Und Shimo so ein Stück über ihm, glaube ich. Und da wurde halt sehr viel auch spekuliert, was das sein könnte. Und das war eigentlich der offiziell erste Teaser von Shimo. Ja. Und dann kam der Teaser raus, gerade Stimmbruch bekommen. Dann kam der Teaser raus und im Teaser haben wir Scar King das allererste Mal gesehen. Mehr eigentlich auch nicht. Und kurz darauf hat man eben dann gesagt, okay, Scar King wird im Film einen Eishund haben. Ne, inzwischen ist ja Shimo mehr Schildkröte, Drache, Schnappschildkröte, keine Ahnung. Warzone ist umsonst. Es kommt ein neues Godzilla vs. Kong Event. Stimmt das so? Bist du dir sicher? Godzilla vs. Kong wirklich nochmal oder Godzilla Kong jetzt? Weil Godzilla Kong wird auch von einem anderen Spiel jetzt erstmal benutzt. Und da war halt Shimo noch nicht ganz so geil, ne? Als es dann eben hieß, ja, wir haben einen Eishund jetzt im Film als Gegenspieler. Das war dann eher so ein bisschen lahm, sage ich jetzt mal. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jetzt voll vergessen, warum ich das erzählt habe. Komplett vergessen, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall auch nicht allzu wichtig. Auf jeden Fall finde ich Shimo inzwischen echt interessant. Ach so, genau, weil einer hier geschrieben hatte, du gehst in den Film rein nur wegen Shimo. Ich hoffe halt, dass Shimo im Film einen ähnlichen Impact hat wie Smaug bei der Hobbit. Wenn ihr die gesehen habt, die Filme. Dass das wirklich, ich will jetzt wieder nicht böse über Ghidorah reden, aber für mich persönlich hatte Ghidorah nicht den Impact gehabt, den der bei euch allen wahrscheinlich hatte, nur bei mir eben nicht. Aus dem Grund, da der Film einfach zu überladen war mit Kaiju-Monstern. Und wir gehen dann da gleich nochmal drauf ein, wenn ich euch die ganzen Leaks zeige. Auch der Film hier könnte vielleicht ein bisschen überladen werden. Der Unterschied ist einfach nur, dass King of the Monsters der längste Film der gesamten Reihe ist. Während der Film jetzt hier der zweitkürzeste ist. Nach Godzilla vs. Kong. Und da bin ich dann auf jeden Fall schon mal
sehr, sehr, sehr gespannt drauf, was dann da wirklich abgeht. In der ganzen Nummer. Okay. Dann Thema Nummer 1. Wir switchen jetzt. Soll ich es mal oben reinschreiben, damit jetzt hier keiner irgendwie Herzinfarkte bekommt oder sowas? Ich kündige an, wenn gespoilert wird. Ich setze da oben gerade mal kurz einen Text rein. Und dass wir jetzt erstmal beginnen mit der Trailer Reaction und Analyse von Godzilla Kong The New Empire Chinese Trailer. Das ist jetzt das Erste. Ich muss da, glaube ich, auch nicht spoilerfrei dazu schreiben. Das ist eine Reaction auf den Trailer, den es eben schon gibt. Das heißt, da sollte man mit ein bisschen Mindestverstand auf den Trichter kommen, dass das hier keine Spoiler hat. Was gar nicht so wirklich stimmt im Endeffekt, weil der Trailer ja auch Sachen aus dem Film zeigt. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Das sind auf jeden Fall jetzt hier noch keine Spoiler und keine Infos, die ihr nicht offiziell bekommen könnt. Das sind jetzt hier wirklich offizielle Clips. Wir switchen da jetzt gerade mal rüber. Und ich brauche meine Kopfhörer, glaube ich. Dann würde ich sagen, wir starten jetzt mit dem Trailer und gucken mal, was wir da alles raussehen können. Ihr diskutiert am besten einfach mit. Dann starten wir jetzt mit dem Chinese Trailer zu Godzilla Kong The New Empire. Und lassen uns mal überraschen, was wir da alles Neues sehen können. Auf geht's! Lassen das Ganze erstmal komplett durchlaufen. For most of human civilization, we believed that we were Earth's most dominant species. In the beginning, Hollow Earth lived in harmony with the surface world. And the great apes became the protectors of humanity. But a great evil threatened the peace. Das sieht schon krass aus, ne? Das sieht schon echt krass aus. Ja. Und deswegen sage ich auch hier, dass das auf jeden Fall mehr ein dritter Trailer ist. Danach kommt noch was Kleines. Nee. Wenn man hier einfach sehr, sehr viele neue Sachen sieht. So. Dann gehen wir einfach jetzt mal hier Schritt für Schritt durch, was uns der Trailer da wirklich alles zeigt, der neue. Das ist halt eine Szene, die kennen wir wirklich schon nahezu komplett auswendig. Die Szene, das ist die Szene, die eigentlich in jedem Trailer am Anfang auftaucht, in welcher Kong aus Ägypten oder aus der Hollow Earth herauskommt und dann in Ägypten aufschlägt. Das haben wir jetzt schon aus verschiedenen Perspektiven gesehen und da bin ich halt erstmal so stutzig geworden, weil eben hier auffällt, dass dann da auch die, die Menschen noch auf der Pyramide drauf sind. Es könnten tatsächlich aber auch einfach Archäologen sein, weil eigentlich darf man gar nicht auf die Pyramide drauf. Soweit ich das Ganze in Erinnerung habe. Bin da nämlich auch schon mal gewesen. Da durfte man das zumindest nicht. Das ist auch eine neue Szene, bei der wir... Die hier, die spielt wahrscheinlich... Ja gut, die Bubu-Szene kommt eben auch noch gleich. Die sind jetzt nicht aneinander gekettet, aber das ist auf jeden Fall die Szene, die dann kurz vor dieser U-Boot-Szene spielt, die wir dann gleich da unten gesehen haben. Ja, da war endlich We Need Godzilla. Stimmt, früher war es immer We Need Kong gewesen, ne? Das war früher immer das Ding gewesen. Wir brauchen Kong, richtig. Ja, ich erinnere mich.
Das war damals immer das Ding. Ich glaube, diese Unterwasserszene mit Godzilla könnte da was mit Tiamat. Ja, könnte kommen. Kommen. Oder waren das Fake-Bilder? Wir kommen noch zu den Bildern gleich. Immer ruhig mit den jungen Pferden. Das hier kennen wir jetzt auch schon aus verschiedenen Perspektiven. Das ist unten in der Hollow Earth. For most of human civilization, we believed... Das hier. Ja, und ich sag mal so, wenn wir auf das Thema Tiamat zu sprechen bekommen, ne, diese Farbe hier, dieses Glänzen da, das... Die Szene könnte also schon auf Tiamat hinweisen, ja, definitiv. Denn wir sehen jetzt nämlich gleich, wenn man sich erstmal denkt, nö, das muss ja Godzilla sein hier auf der Seite. Wir sehen aber gleich, dass Godzilla auf etwas schießt und dann hier hinter dem U-Boot auftaucht oder neben dem U-Boot auftaucht. Das heißt, das mit Tiamat, dazu kommen wir gleich noch wirklich. Ich wollte es eigentlich gar nicht hier erwähnen, es wurde jetzt einfach eben nur mal ganz kurz reingeschmissen. Das heißt, dieses lilane Schimmern, das ihr eben gerade gesehen habt auf der einen Seite, das ist wirklich nicht Godzilla gewesen. Nochmal ganz kurz, dass man das auch hier sieht. Wir sehen hier, wie das U-Boot auf etwas Schimmerndes zuschwimmt. Und da mag man erstmal meinen, das ist Godzilla. Macht ja Sinn, ne? Diese Farbe und Godzilla, das wird ja irgendwie miteinander so immer in Bezug gebracht, aus gutem Grund auch. Und dann sehen wir aber hier, wie Godzilla einen Lichtstrahl abschießt an dem U-Boot vorbei auf etwas, quasi auf einen Stein oder was immer das sein soll. Und dann sehen wir, nee, Godzilla taucht hinter dem U-Boot auf. Das heißt, dieses Leuchten, was da ist, das kommt eben nicht von Godzilla. Und wo das herkommt, das ist noch relativ wichtig im Film dann später. Das wurde wirklich gut geheim gehalten, deswegen ist es eigentlich auch ein relativ großer Spoiler. Verkneift es euch bitte mal, das Ganze hier reinzusemmeln. Dann haben wir nochmal eine andere Szene. Das hier ist eine Szene, die gab es so auch schon mal. Mit dem lilanen Strahl, der nach oben geht. Das war wohl irgendwie dann mit einer Farbkorrektur nochmal verändert worden. Die haben ja bei dem Trailer auch hier und da ein paar Sachen gemacht, die im Film dann so anders vorkommen. Also das hier ist die Originalszene aus dem Film mit dem blauen Strahl, der nach oben kommt. Das ist nicht der lilane Strahl. Da gab es auch mal irgendwie einen TV-Clip oder ähnliches, glaube ich. Da dachte man halt, okay, das hier ist jetzt die Szene, wo Godzilla in diesem Eis eingefroren ist und dann kommt er eben da raus und dann schießt er halt noch so einen Strahl in die Luft. Und deswegen muss der lila sein. Das stimmt aber nicht. Das hier ist die Szene, wie sie auch später im Film vorkommen wird. Ja. Was das hier ist, weiß ich immer noch nicht. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass wir hier wirklich sehen, wie sich Shimo vor Kong aufbaut. Denn wir haben ja auch schon gesehen in Trailer 2, dass es eine Szene gibt, in welcher Kong in Rio in der Ecke liegt, als wäre er gerade im Kampf besiegt worden. Und Scar King und Shimo stehen in der Mitte von Rio und Shimo schießt dann so einen Eisstrahl nach oben in die Luft. Das haben wir ja beides schon gesehen und ich glaube, das hier ist die Szene. Also das ist der Moment, wo Kong einfach in Rio auftaucht und dann eben es mit Shimo und Scar King zu tun bekommt. Und das hier ist, glaube ich, nicht Mothra, die über ihn drüber fliegt. Das hier ist, glaube ich, wirklich Shimo, die sich gerade vor ihm aufbaut und ihm quasi dann drohen will mit einem Angriff. Ja, das hier ist eine Szene, die kennt ihr jetzt inzwischen auch schon. Das hier wird die Anfangsszene vom Film werden. Ja, wir haben quasi in Godzilla vs. Kong haben wir mit einer Szene begonnen, in der Kong schläft und sich danach kurz am Arsch kratzt. In dem Film hier werden wir mit dieser Szene anfangen. Ja. Kommt die Tage nicht auch der Comic raus? Ja, genau. Am 26., ich weiß es gar nicht mehr genau wann. Ich dachte am 23. Auf jeden Fall irgendwie sowas, genau. Werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Und da gibt es dann auch nochmal ein Video dann dazu. Dass ihr dann quasi noch die Vorgeschichte zu dem Film kennenlernt. Bin ich mal sehr gespannt drauf, was da noch alles so drin steht. Der Comic heißt ja auch The Hunted, ne? Also die Gejagten. Na, gespannt, wer da gejagt wird. Und um wen geht's da? Um Godzilla und Kong, die gejagt werden? Oder wird da vielleicht schon irgendwas anderes mit aufgebaut? Ich habe wirklich keine Ahnung.
ist irgendwie dumm, aber könnten auch diese Chicken Nuggets Fliegedinger sein. Was? Tia, heißt der nicht Tiamat oder heißt der Tiamant? Ihr könnt es ja einfach, ich google es gleich selber. Ihr könnt es auch ganz kurz googeln, wenn ihr wollt. Ich dachte, der heißt Tiamat, oder habe ich einfach nur falsch gelesen, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das hier der Beginn des Films sein und dann haben wir also dann den Kampf noch gegen Skilla oder... Letztens wurde der Name anders ausgesprochen. Habe ich das Ganze mal im Englischen gehört von einem YouTuber, der hat den Namen, wie hat denn der nochmal ausgesprochen? Der hat nicht Skilla gesagt. Skilla wie Godzilla, aber der hat das irgendwie Chira oder so ganz komisch ausgesprochen gehabt. Ich werde vom Finanzamt gejagt. Das werden wir alle, ja. Das werden wir wirklich alle. Ja, Godzilla und Kong wahrscheinlich auch. Ja, und da haben wir jetzt hier auch diese Drohnen quasi. Das sind jetzt die Helikopter. Und wir sehen hier gleich im Trailer auch nochmal, wie so eine Art von Kamera Godzilla filmt und eben beobachtet. Und ich glaube, dass die Welt inzwischen wirklich Godzillas Schritte verfolgt. Ich glaube, dass die wirklich genau gucken wollen, was macht der und wo ist der gerade. Wie so eine Überwachung quasi, so eine permanente Überwachung. Würde ich sehr cool finden, weil es einfach auch konsequent wäre, dass sich so ein Überwachungssystem entwickelt hat, nach allem, was passiert ist. Und wir haben ja auch schon in Monarch Staffel 1 so ein bisschen gehört, dass diese Überwachungssysteme nach und nach eingebaut werden. So Kaiju-Alarmsysteme und so ein Kram zum Beispiel. Ne, dass dann die Leute irgendwie so in die U-Bahn-Schächte runterrennen, wie in so einem Bombenalarm. Und dann eben sich vor den Kaijus dann zu verstecken. Da haben wir es doch schon. Das hier meine ich. Ja, und da haben wir sogar in der Mitte, wenn man genau hinguckt, das habe ich noch gar nicht gesehen, haben wir hier sogar das Monarch-Symbol. Also Monarch hat wohl wirklich das, was wir in der Serie Monarch so ein bisschen erfahren haben, diese Überwachungssysteme, die hat Monarch scheinbar hier wirklich jetzt noch ein bisschen weiter ausgebaut und beobachtet eben einfach jeden Schritt von Godzilla. Der heißt Tiamat. Man kann sich auch Videos zu Godzilla, King of the Monsters, da angucken, wo die ganzen Kaijus untergebracht sind. Und da sieht man, er heißt Tiamat, okay. Hab ich Tiamant gesagt oder hab ich's richtig gesagt? Ihr verwirrt mich nämlich gerade ein bisschen. Das haben wir jetzt auch noch nicht ganz gesehen, also wir kennen das Ding da hinten und dachten immer, dass das hier Mothras Ei wäre. Da bin ich mir inzwischen nicht mehr ganz so sicher. Und auch was das hier vorne ist, weiß ich halt nicht. Keine Ahnung. Die drehen das aber auf jeden Fall, als wäre das irgendwie so ein, ja, wie so ein Mechanismus, dass sich irgendetwas öffnet. So sieht's zumindest aus. In the beginning, Hollow Earth lived in- ja. Und dann sehen wir auch dann hier, wie sich, in harmony with the surface. Genau, wie sich dann dieses Portal öffnet und dann kommt hier eben Kong durch. Da habe ich auch in meinem Video dazu gesagt, ich weiß nicht genau, was das hier bedeutet oder was das jetzt hier sein soll. Ist das irgendwie ein Portal oder wurde Kong da reingebracht nach dem Kampf gegen Shimo? Und das ist quasi wie so eine Heilstation, so eine Heilbubble, so ein Poke-Center für Kaiju einfach. Das könnte auch sein, weil er immer noch so ein bisschen angeschlagen rüberkommt jetzt hier gerade. Ja, dann haben wir eben hier den Kampf. Und auch hier muss man mal ganz kurz sagen, dass Skilla oder Jilla oder wie auch immer echt groß ist, ne? Hier. Der ist auch größer, oder das ist auch größer als Godzilla selbst. Das ist schon krass. The Titans were the Guardians of Nature. Das kennen wir jetzt hier auch schon. Da haben wir dann wieder diese klassischen Kristalle in der Hohlerde, die auch, aber wie man weiß es eigentlich auch schon, die ja nicht an jedem Ort wachsen, sondern eigentlich nur an bestimmten Orten kann man die eben finden. In der Hohlerde unten. Und ja, an Scar Kings Peitsche ist wirklich so ein Kristall hinten dran. Dazu kommen wir gleich aber auch nochmal bei den Leaks dann. Aber ein großes Evil threatened the peace.
Ja, auch die ganze Theorie, dass Zuko zum Beispiel, dass Zuko irgendwie ein Sohn von Scar King ist, ich glaube da auch nicht mehr dran. Nach allem, was wir jetzt hier gerade so sehen, sieht es mehr so aus, als wäre Zuko ja schon fast mitten Gefangener von Scar King in der ganzen Geschichte. Als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, habe ich mich noch gefreut, juhu, Mothra ist da. Und dann taucht da Kong auf. Ja, stimmt, ja. Isso wollte auch sagen, was, der ist ja riesig. Ja, ja, Skiller ist auf jeden Fall riesig. Peace. Da haben wir auch eben gerade noch ganz kurz die Peitsche blitzen gesehen. Auch hier, ey, ich glaube irgendwie, dass entweder hat dieser Kristall auch Auswirkungen auf Scar King selber, dass eben die Augen leuchten, oder Scar King ist einfach blind. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass der irgendwie, ja, schon aufgrund seines Alters vielleicht auch nicht mehr ganz so viel und so gut sehen kann. Ja, da sehen wir hier noch ein bisschen an die Peitsche. Die sehen wir auch gleich dann nochmal an Shimo. Ja, das hier ist auch interessant, weil man dachte ja, dass Shimo irgendwie in so einem Lava-Gefängnis eingefangen ist, ne? Dass da irgendwie so ein Lava-Wasserfall irgendwo runtergeht und dahinter ist dann eben Shimo eingesperrt. Jetzt wissen wir aber, das stimmt nicht, sondern Shimo ist wohl hier angekettet, hier oben, bewegt sich und reißt dann einfach dabei diese Felsen, die Lavaflüsse runter und dann fließt die Lava da einfach lang und dann taucht Shimo da wohl erst auf. Sieht zumindest jetzt hier aus. Und dann sehen wir hier die Szene, wo wir eigentlich das allererste Mal wirklich Shimo so richtig sehen. Ja, wenn man hier einfach auch mal den Kopf von Shimo vergleicht mit dem Körper von Kong, ist das schon ein riesiges Vieh. Und ja, Shimo steht hier auf einer Vorrichtung. Also der steht hier, oder sie steht hier wirklich auf so einer Platte einfach oben drauf. Aber trotz allem ist Shimo gewaltig. Und das sehen wir gleich nochmal bei den Leaks, damit wir dazu kommen. Da habe ich noch ein schönes Bild für euch, wo man dann wirklich mal sieht, wie krass groß Shimo ist. Okay. Ja, und hier haben wir jetzt eben dann auch diese Peitschen quasi wieder, die auch Scar King eben hat. Und es gab mal so eine geleakte Szene, wo auch ich gedacht habe, okay, die ist echt. Und da hat Shimo allerdings keine Peitschen, sondern so normale Ketten gehabt. Die Szene ist fake gewesen, die war ziemlich krass gefaked, aber die ist mit Blender erstellt worden. Das war eben dann da das Ding. Vielleicht ist Scar King lieb und nachher kommt irgendein anderer Kaiju, der richtig böse ist. Meinst du, es wäre dann so ein richtiger Twist in der ganzen Geschichte mit drin? Glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Ja, wird schon, das wird schon so sein, dass Scar King der Bösewicht ist. Und ich glaube auch, dass Shimo nicht böse ist. Sonst müsste er Shimo ja nicht wirklich auch gefangen halten, sondern, ja, wir gehen gleich wirklich darauf ein. Und wenn die Spoiler kommen, ich sag's halt vorher nochmal ganz kurz, es gibt ein Bild, das wahrscheinlich spoilert, wie die Geschichte mit Shimo ausgeht. Ich sag's nur, das sind dann wirklich zum Teil echt schon krasse Spoiler mit dabei. Nur, dass ihr dann rechtzeitig sagen könnt, nö, ich habe jetzt doch keinen Bock mehr. Aber noch sind wir nicht so weit. Wir machen erstmal jetzt hier die Nummer fertig. Auch dann da dieser Eisstrahl, wo ja auch viele davon ausgehen, und das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass Kongs Arm nicht durch Scar King verletzt wird, sondern eben hier durch diesen Eisstrahl. Weil man ja hier auch sieht, wie das Eis sich den gesamten Arm so langsam, ja schon fast hochfrisst. Mal eine Frage, macht der Pandaman Godzilla-Videos? Ey, manchmal macht er das, manchmal aber auch irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung. Er ist, er macht halt sehr viele Sachen. Also er macht ja auch Unboxings von dem. Und er ist dann nicht nur auf die Godzilla-Videos Videos fixiert, so wie jetzt ich zum Beispiel. Das dann eben nicht. Wir gucken mal weiter jetzt hier. So, die Stelle hier kannten wir auch schon. Das ist eben dann der Moment, in dem Godzilla dann quasi unter dieser Brücke unten durchschwimmt. Das haben wir auch schon im Trailer 2 gesehen. Und dann
ja, sich quasi aufmacht irgendwohin und dabei halt ein paar Menschen mit abschlachtet. Hast du schon die neuen Spielzeuge von Godzilla Kong The New Empire gesehen? Welche neuen Spielzeuge? Mitbekommen, dass Cyber bestätigt hat, dass Jurassic Park Survival weiter... Ja, habe ich mitbekommen, genau. Jurassic Park Survival wird auf jeden Fall weiterentwickelt werden. Und das habe ich mitbekommen. Genau, das hier ist eben auch so eine Stelle... Also haben ja auch ein paar von euch geschrieben, ey, Godzilla benimmt sich eigentlich immer so, wie jetzt hier. Ne, so von wegen, ich scheiß auf alles. Aber wie gesagt, in dem Film fällt doch schon ein bisschen krasser auf, dass Godzilla sich hier ein bisschen anders verhält, ein bisschen radikaler verhält. Ich finde, man merkt es aber halt auch einfach. In bestimmten Szenen, wie jetzt in der hier zum Beispiel. Ne? Wo er eben einfach aus dem Wasser rausspringt und dann auf die gesamte Straße draufklatscht. Und so Aktionen hat er eigentlich vor Godzilla vs. Kong nicht gebracht. Wüsste jetzt nicht wann. Der ist halt mal in einem Kampf, ist er vielleicht mal durch die Hochhäuser durchgerauscht, aber an sich hat er nie solche Aktionen hier gebracht. So, das kennen wir jetzt hier auch schon. Da haben wir jetzt auch das erste Mal wirklich den Elektrohandschuh gesehen von Kong. Oh Gott, kriege ich das irgendwie jetzt rein? Da. Das heißt, da haben wir jetzt auch die Bestätigung, dass Kong mit seinem Handschuh Elektrizität abschießen kann, beziehungsweise Elektrofäuste vergeben kann. Wozu auch immer das dann später noch gedacht sein wird. Da habe ich keine Ahnung, was da so der große Hintergrund dann dafür ist. Wird schon irgendeinen Grund geben oder ist es eben einfach nur ein ganz normales Power-Up? Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Hier, die Szene kannten einige von euch ja auch schon. Aber das hier ist doch schon... Das ist ja auch schon der erste Beweis, wie extrem groß Shimo einfach ist, ne? Wenn man hier mal wirklich den Donnerschlag, genau. Wenn man hier mal wirklich guckt, ist Shimos Kopf hier in dem Ding wirklich genauso groß wie der gesamte Brustkorb von Godzilla. Aber da quatschen wir gleich nochmal drüber, was die Größe angeht von Godzilla. Das ist auch eine neue Szene und da muss ich auch sagen, ich finde es extrem krass. Man kann es jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben finden, dass aber auch Godzillas Augen, das hier ist quasi die Variante von Godzilla, die er annimmt, als wir auch im zweiten Trailer schon gesehen haben, wie Shimo und Godzilla, wie beide in Rio selber stehen. Ja, da gab es ja auf der linken Seite irgendwie Zuko oder Kong gegen Scar King. Und auf der anderen Seite haben wir gesehen, wie Shimo gegen Godzilla kämpft. Und da war Godzilla komplett in dieses Lila gehüllt. Und das ist jetzt dann diese Variante hier, wo dann eben auch die Augen noch mitleuchten. Der Embryosaft, auf dich. Shimo sieht auf jedem Bild ein bisschen anders aus. Hm. Ja, doch schon. Aber ich glaube auch nur, weil wir Shimo halt noch nie so richtig gesehen haben, bis auf eben das eine Mal. Wir haben Shimo jetzt noch nicht aus allen möglichen Seiten gesehen und ich finde auch, dass Shimo zum Beispiel hier nicht so aussieht wie am Anfang vom Trailer, wo man ihn in Ketten gesehen hat. Hier hat er wieder eher so ein schildkrötenartiges Maul und hier vorne eben nicht. Na, warte, kriegen wir es jetzt hier irgendwo die Szene? Ja, da finde ich, sieht er halt eher nach so einem Spitzenmaul aus und nicht nach so einem Schildkrötenmaul. Aber ja, finde ich auf jeden Fall sehr geil hier, mit diesen Augen noch, die dann anfangen zu flackern und er ist komplett in diesem Rage-Modus drin. Und ja, wird schon ziemlich krass, glaube ich. Da haben wir dann auch erstmal den Kampf. Das ist übrigens hier die Szene, dazu habe ich auch den Leak, ein Leak-Bild zu der Szene, die zeige ich euch auch gleich nochmal, von wo die beiden eigentlich aufeinander losspringen gerade. Und er gibt ihm jetzt hier wirklich eine Faust und die ist aber anscheinend so stark, dieser Schlag, dass beide wieder auseinanderfliegen. Also der Handschuh hat es anscheinend schon richtig böse in sich. Ja. Und auch hier
Hier wurde mal gesagt, nein, das wurde nicht von mir gesagt, am Anfang zumindest nicht, dass das hier so ein Fake-Schnitt ist. Dass wir jetzt ja hier sehen, wie er Skarking einen reinhaut und dann fliegt Skarking so ein Zahn einfach raus. Und es gab allerdings auch schon Bilder oder Spielzeuge, wo man gesehen hat, wie Kong so ein Metallzahn hat. Deswegen dachten da Leute, okay, es war einfach jetzt hier so ein Trickschnitt, dass eigentlich gerade Kong seinen Zahn verloren hat. Nee, das ist wirklich Skarkings Zahn. Was mit Kongs Zahn passiert ist, können wir uns hier auch gleich nochmal angucken. Da gibt es auch schon ein Video dann dazu. Wie groß einfach der Zahn von Skarking ist. Ja, auf jeden Fall, das ist schon echt krass. Ja, das ist schon wirklich krass. So. Das hier ist auch ganz cool. Diese Szene hier übrigens, da sehen wir es auch noch ganz kurz. Okay, krass. Ist es das? Moment. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das könnte wirklich der Moment sein, also der wirkliche Moment sein, nachdem Godzilla die Verwandlung hingelegt hat. Dass das hier eigentlich die echte Szene ist. Und nicht das, wo er aus dem Eis rauskommt, sondern diese Szene hier. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen. Hat aber auch was mit Tiamat zu tun. Mit Tiamat, Entschuldigung. Aber deswegen macht das hier irgendwie Sinn, dass das hier die Szene ist. Da quatschen wir aber einfach gleich nochmal. Hier haben wir jetzt eben den Shot, wo Kong auf Godzilla reitet und das war jetzt auch, glaube ich, der gesamte Trailer. Ja, genau. Dann haben wir hier am Ende halt noch diesen kleinen Moment, wo dann auch da sieht man ganz kurz noch Zuko mit eingreift und ja. Das eben, so viel jetzt eben hier zu Trailer 3. Nicht Trailer 3, sondern Trailer 3. Einfach nur Bock auf den Film, ey, kann ich voll nachvollziehen, habe ich auf jeden Fall auch. Und das wird echt ziemlich, ziemlich geil. Da bin ich mir auch sicher, dass das wirklich krass wird.